Ja, du grüße euch. Ganz kurzes Update hier mal wieder zum Thema DAX. Ich habe jetzt in den letzten 3 Tagen 3 ganze Abonnenten verloren und da bin ich natürlich extremst traurig. Wahrscheinlich, weil ich kein DAX-Video mehr gemacht habe, ja. Mit schönen Charts und hübschen Dingen und Bling-Bling und Ticker und Kerzen und so weiter. Also bitteschön, ihr, das, ich habe da wieder was, ihr euch immer schon gewünscht habt. Was passiert gerade im DAX? Ja, nicht viel. Ich meine, wissen wir hier oben, das sind sich da ist ja auch die letzten, das sind jetzt Wochenkerzen, nicht sehr viel passiert. Ne? Wir sind ja auf der Stelle herumgetreten die letzte Woche, daher auch keine großen Videos zu dem Thema DAX etc. pp. Und weil es einfach auch stinklangweilig war im Markt. Und ja, es gibt natürlich andere Bereiche, da ist die Post abgegangen, ja, sprich Öl und so weiter. Ist nicht Thema dieses Videos. Ja, ich bin also hier schon letzte Woche, wie wir gesehen haben, hier bin ich short gewesen mit einem Pip. Wir sehen, dieser eine Pip von letzter Woche short ist noch ein Minus mit 14,5 Pips. War zwischenzeitlich auch kräftig im Minus, aber habe hier nochmal nachgelegt an Shorts, weil ich grundsätzlich sage, alles was unter 11.000 Punkte ist, respektive die Zone 11.000 bis 11.500 Punkte, alles was sich darunter abspielt, ist für mich Bärenmarkt, ja. Also da ist noch nichts mit Bullenmarkt, ja. Und ihr könnt euch da draußen sonstige Videos reinziehen und der eine sagt das, der andere sagt das und technisch und hier und dort. Für mich ist das die Grenze. Ihr seht hier, ich habe das eingezeichnet. Das sind Stops. Hier siehst du das rote Wort Stop, ja. Und das ist da schon seit einer Woche drin, ja. Also nicht erst seit jetzt. Und ich sage nicht, ich weiß nicht, ob ich Recht behalte oder nicht Recht behalte. Es kann sein, davon gehe ich auch aus, dass es jetzt einfach weiterhin noch auf der Stelle rumtritt. Aber ich sage einfach, die Wahrscheinlichkeiten, dass es auf der Stelle rumtritt, würde ich mal sagen, sind 40, 50%. Und dann die verbleibenden 40, 50% teilen sich nochmal auf in 40% Wahrscheinlichkeit, dass es wieder tiefer geht und dann vielleicht noch 10 bis 20% Wahrscheinlichkeit. Das wird deutlich höher steigen über die 11 bzw. 11.500 Punkte. Dann bin ich eben aus diesen Positionen raus. Momentan bin ich halt hier, wie gesagt, im Plus mit dieser Position 380 Pips, hier 460 Pips und hier leicht im Minus, also insgesamt ein kleines Plus. Ein Pip ist ungefähr 1 Euro, könnt ihr euch selber ausrechnen. Und ja, das ist letztendlich mein Update zum Thema DAX. Und ich habe ja zusätzlich noch zwei ETF. So inverse ETFs, ja, für insgesamt 10.000 Euro und die sind auch short. Das heißt, ich verdiene heute zum Beispiel ein paar, die sind auch im Minus, ne, weil ich letztendlich die jetzt schon seit ein paar, 2 Wochen oder so habe, ne, es ist ja nach oben gegangen. Aber ich habe meine Aktienpositionen haben überwogen, deswegen bin ich trotzdem insgesamt im Plus gelaufen. Diese Aktienpositionen habe ich aber gestern und heute zum größten Teil abgebaut. Die Minuspositionen, die Short-Positionen, die vorher im Verhältnis von 1 zu 3 ungefähr waren, 1 zu 3, 1 zu 4, also 3 bis 4 Teile Aktien, ein Teil Short-Positionen als Hedge, habe ich jetzt sozusagen weiter abgebaut. Die Aktienposition, das heißt, ich bin jetzt nur noch 1 zu 2, das heißt 2 Teile Aktien, ein Teil Short-Positionen, der Hedge, ja, im S&P 500 und im DAX. So viel, so weit, so gut zu meinem Swing Trading 100k Depot und ich bin da leicht im Plus insgesamt und von mir aus kann jetzt kommen, was will, ja. Cash ist für mich das Wichtigste und Sicherheit. Ja. In dem aktuellen Umfeld, sämtliche Verträge, die ich normalerweise für 6 bis 12 Monate in meinem Businesses mache, haben jetzt eine Laufzeit von 4 bis 8 Wochen, weil keiner was weiß und so weiter. Und da hilft es auch nicht, wenn du ein guter Verhandlungsmensch bist oder sonst was. Ja. Du musst dich einfach dem Markt anpassen. Wir haben jetzt nun mal Rezession. Und das sieht alles ein bisschen anders aus. Und von daher eben play safe. Und ja, soweit so gut zu dem ganzen Update hier. Und wie wir sehen, geht es ein bisschen runter, aber mag nichts heißen. Ich nehme mal davon an, dass die Bärenrallye, die letztendlich auch stattgefunden hat, nicht nur wegen dem Quantitative Easing, sondern auch letztendlich war die Bärenrallye, sagen wir mal, zu 50% die Vorwegnahme der Wiedereröffnung, die jetzt sozusagen auch stattfindet. In Österreich, in Deutschland etc. pp., wahrscheinlich auch in den USA und so weiter.
Mal abgesehen davon, wenn das rückfällig werden würde, dann hätten wir sowieso wieder den nächsten Crash. Aber selbst wenn das nicht rückt, wenn das jetzt die Wiedereröffnungen weiter so laufen, selbst dann ist das ja bereits hier in der Bärenrallye mit eingepreist. Das heißt, was soll jetzt noch Gutes Neues kommen? Dass wir weitere höhere Stände sehen, höhere Punkte. Deswegen sage ich ja insgesamt Faktor hier nur 10 bis maximal 15, 20% die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir da eben diese 11, 5000, 11 oder noch höher sehen. Ja, mehr eher Tendenz seitwärts noch beziehungsweise wieder runter. Und von da eben die Strategie und unterm Strich werden wir vielleicht ein paar Euro eben übrig bleiben, wo eben jetzt die Leute, die jetzt einfach nur long, 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 long sind. Während ich hier labere, habe ich hier fast schon den Break-Even von dieser Short-Position hier erreicht. Das ist auch nicht schlecht. Die jetzt einfach alles wieder long sind und zum Beispiel Aktien mit Kopf hat jetzt irgendwie sein veröffentlichtes Depot mit 306.000 Euro, glaube ich, oder das ist 4.000 Euro und insgesamt davon 6.000 Euro im Plus. Diese 6.000 Euro plus auf 300.000, das sind glaube ich 2%. Die können sehr schnell wieder aufgefressen werden, dann ist er wieder im Minus und das ist halt wirklich schade. Ich würde mir da halt auch irgendwie einen Hedge einbauen, aber der hat wahrscheinlich insgesamt wesentlich mehr Kohle noch und von daher schläft wahrscheinlich recht ruhig und hat auch riesige YouTube-Kanäle, wo wahrscheinlich ständig irgendwelche fünfstelligen Cashflow hat. Die habe ich soweit natürlich nicht, weil mein YouTube-Kanal hier, apropos YouTube-Kanal, 450 Abonnenten und in den letzten beiden Tagen sind drei Abonnenten wieder abgedöst, ja, weil ich keine DAX-Videos mehr gemacht habe wahrscheinlich, ja. Also hier der DAX-Video und ich hoffe, damit habe ich wieder einige Leute da draußen glücklich gemacht. Und dann wird es nicht vorne das nächste Mal wiedersehen. Und beim nächsten Mal, vielleicht wissen wir schon mehr. Ne? Vielleicht bin ich rausgefallen bei 11.000. Vielleicht sind wir auf 9.000 runter und ich habe ein bisschen mehr Kohle verdient. Hier unten habe ich ein paar Limits. Ne? Also hier ist ein Limit bei 9.000, weiteres Limit bei 8.000. Wenn wir natürlich den vollen Breakdown sehen würden, dann habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen Geld liegen lassen. In diesem CFD-Broker, ja, aber natürlich nicht in meinen Short-Positionen, die ich in meinem Swing Trading Depot habe. Also die ETFs, die bleiben natürlich bestehen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Thomas Klein.